Wow. Really? Also Speerkämpfer, ich muss mal irgendwann einen Run machen, wo ich auch Speerkämpfe. Weil das hasse ich einfach, ne? Das ist einfach so eine krasse Range. Du musst gar nicht großartig gucken wegen den Gegnern. Du musst einfach übelst draufballern. Oh, vor denen hatte ich am Anfang echt Schiss gehabt. Die waren übelst stark, fand ich. Aber mittlerweile machen wir die ganz schnell weg. Hab einen Booster. Obwohl ich es krass finde, dass die Kleinen mehr aushalten als die Großen. Das finde ich irgendwie ein bisschen kurios. Vor allem, wir haben deren Rüstung, ne? Das war, glaube ich, die erste Rüstung, die wir gekriegt haben. Übelst geil. Die erste und die beste Rüstung in meinen Augen. Ich kann die gar nicht wechseln, ne? Wieso klappt das bei manchen Gegnern? Bei manchen Gegnern klappt das nicht. Werden wir uns einmal noch ein paar Bolzen und dann gehen wir da nochmal ins Gebiet. Eieiei. Aber heute echt ein paar Tode noch gesammelt, wa? Ging ja dann doch. Ich meine, okay, die 3, 4 Tode muss man abziehen, die ich da Ewigkeiten dann rumgepimmelt bin an der einen Stelle. Die zählen nicht, finde ich. Die darf man einfach nicht dazu zählen. Ui, 135. Flame. Dear Flame. Dear Flame. Wie lange wollen wir heute ungefähr Dark Souls machen, Leute? So bis. Das ist ja 14 Uhr, bis 15 Uhr wieder. Und dass wir dann in die neue Folge 7 vs. Wild reingehen? Ich würde mir vorher gerne auch noch mit euch den Trailer angucken, tatsächlich zu Frostpunk. Mann, ey. An jeder Ecke stirbt diese scheiß Dreckskacke, Alter. Das regt mich so auf. An jeder Ecke bleibt dieser scheiß Pfeil hängen. Da komme ich nicht weiter, ne? Wenn ich da jetzt runterhüpfe. Da steht schon jemand. Alter, wie gruselig sieht der bitte aus. Guck mal sein Gesicht an. Da, Alpha-Wand. Guck mal, mein Pfeil würde theoretisch durchgehen. Warum ist da eine Alpha-Wand? Das ist dumm. Das ist kack gemacht. Das ist richtig kacke gemacht. Das gefällt mir gar nicht in dem Spiel. Diese Alpha-Wand-Scheiße, die regt mich richtig auf. Oh! Oh, oh, kommen die hier in das Mittelteil? Die kommen hier raus. Ach du Scheiße. Oh, oh. I would say that's not good. Maybe we will die soon? Oh, ich lock die hier rein. Oder kommen die hier nicht mit rein? Hallo, hier ist Gift für euch.
ehrlich, ich hab's auch abgelehnt. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Haben die davon ein bisschen Schaden gekriegt? Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass Dark Souls nicht das Beste ist. Ja, also mit den Alpha-Wänden, da habe ich schon öfter mal Probleme gehabt. Auch bei anderen Games. Aber hier bei Dark Souls 2 fällt mir das besonders auf, dass ich da echt Probleme habe. Also, das ist schon ziemlich krass. Etwa Giftlevel gehört? Ja, wir sind hier in dem einen Giftlevel unterwegs gerade. Okay, der ist wieder zurückgegangen. Kommt der hier oben auch raus? Oh, das ist aber ein... Das war aber ein anderer Typ gerade. Der heilt sich. Wieso hat denn der sich gerade geheilt? Das Leben ist höher gegangen bei dem. Wieso ist denn das Leben gerade höher gegangen bei dem? Oder hat sich das nur, sah das nur so aus? Klar zählen die Tode. Ja, ich weiß. Aber ich weiß auch für mich, dass sie nicht zählen. Okay, der würde mich hier runterstupsen wahrscheinlich. Oder müssen wir den selber befreien? Ach, da saß auch wieder einer so mit dem Ruf. Meine Nase. Ja gut, aber wie komme ich da jetzt an die Items? Oder hätte der das kaputt machen müssen? Oh nee, ist das schon wieder sowas, was der hätte kaputt machen müssen? Da ist eine Truhe, aber da muss ich ja unten in das Gift rein. Das mache ich nicht. Bin doch nicht blöde. Da muss der andere das bestimmt schlagen. Oh nee, die müssen das alle schlagen, oder? Nee, das kann ich kaputt machen. Einfallspinselgewürz haben wir wieder gekriegt, Leute. Lebenssteine. Sehr gut. Können wir immer gebrauchen. Tag. Sei denn, der war jetzt nett. Aber der sah so aus, als ob er aufstehen würde. Darum habe ich ihn jetzt einfach abgemorchelt. Weiter. Große Seele des Kriegers und ist da unter euch nicht gelesen. Also ich würde nicht sagen, dass Dark Souls jetzt unbedingt so schlecht ist oder so. Also ich finde das trotzdem ziemlich gut. Aber ja, manchmal sind da echt ein paar Sachen dabei, wo du dir wirklich an den Kopf fest und so denkst so, okay, muss das sein? Versteinertes Etwas haben wir schon wieder gefunden. Perfekt für die kleinen Krähen. Okay, da könnte man vielleicht reinspringen. Ich weiß es nicht. Ob man es machen sollte oder lieber nicht. Soll ich es lieber machen oder lasse ich es lieber sein?
glaube ich, nochmal ans Feuer. Ach krass, die Krüge bleiben aber kaputt. Ist ja interessant. Oh, wow. Da habe ich mal getroffen, Leute. Bin ja ganz bin ja außer Häuschen, außer Rand und Band. Vielleicht sollte ich dann echt doch die andere Axt nehmen. Normalerweise, wenn die hier runterfallen, müsst ihr doch eigentlich tot sein, oder? Die finde ich richtig geil gemacht. Ey, stell mal vor, da machst du mal so ein Cosplay oder so. Übelst witzig. Wenn du einfach da hinten jemanden drauf hast, der so steuert. Oh, der umgeklatscht ist. Ach, guck mal, da ist auch nochmal ein Weg lang. Da kann man auch nochmal lang gehen. Ja, und hier ist das Level-Design für den Gegner halt echt nur gemacht, weil der immer vorne gegen die Brüstung schießt. Das ist echt ein bisschen stupid. Bin ich ja ganz early. Apropos early, ob es morgen einen Grund für Stream geben wird, Leute? Der ist doch auch eigentlich am Wochenende, soll der doch wieder dabei sein, am Start sein. Das wäre ja eigentlich auch mal wieder cool. Ich schieße irgendwo von oben. Von oben Kilometer weit. Ey, der sieht cool aus, wie der hüpft. Oh, fuck. Wollen wir vielleicht diesmal nach links gehen und dann mal nochmal gucken? Weil hier waren wir ja, wie gesagt. Ah, da kommen wir hier oben lang. Ah, okay. Ja gut, wir hätten also auch hier oben lang gehen können. Verödischer Stein. Oh, 25er Serie. Sehr geil. Drachenjagd, voll cool. Vielen, vielen Dank für den Support. Die Unterstützung bisher schon. '25 ist auch schon echt eine Ansage. Ja, ich finde es so schade. Ich habe auch bei dem einen oder anderen Streamer reingeguckt und habe da leider eine abgebrochene Streamer-Serie gehabt. Keine Ahnung warum. Aber es war echt ein bisschen traurig. Ich meine, klar, das sammelt sich halt auch immer wieder, aber ist halt schon cool, wenn man mit so einer hohen Streamer-Serie einfach flexen kann und zeigen kann, so, hey, guck mal, ich bin schon 20.000 Mal dabei. Die ein Bauchnabel-Piercing? Nee, ich habe mit einem Pfeil in ihren Bauchnabel geschossen. So. Und jetzt war meine Überlegung,
weil man da ja anscheinend nicht ins Wasser kommt. Aber vielleicht ist das halt auch einfach nur so weit und man muss dann eher rechts lang gehen. Aber dass man... Nee, das hier oben kann ich nicht abschießen. Ja, dann habe ich keine Ahnung, Leute. Dann habe ich keinen Plan, wie ich da anders hätte lang gehen sollen. Wenn das anscheinend zu tief ist. Aber der kann ja auch da lang laufen. Also vielleicht ist da dann... Was hier eher normal ist, aber das ist ja hinten auch nur ein Item dann, oder? Oder kann man da rechts noch lang gehen? Reparaturpulver. Okay. Ach, hallo, meine Dame. Grüß Gott. Wieso geht denn das jetzt nicht weg, das Gift? Ah, jetzt. Okay, dann reden wir mal mit der. Das wird die. Aber die haben wir jetzt oft gefunden, ne? Still on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Hartstahlring. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If everything should fade, what will be left of me? Was hatte die denn für einen Fluch? Die hatte ja so eine Maske aufgehabt. Die hat sie übrigens immer noch schon wieder an. I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. Haben wir den schon getroffen? In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale. Ja, ich hör doch zu. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. Giftbissring. Ui. Giftbissring, Leute. Steinring, dass die nach hinten weggestoßen werden. Ring der Wiederherstellung. Aber brauchen wir den Katzenring unbedingt jetzt gerade, falls wir irgendwo runterfallen? Nee, ne? Da wäre es ja dann eigentlich sinnvoll. Wo war denn der jetzt? Der? Giftresistenz. Krass, dass man den auch übelst spät erst findet, war, wenn man mal überlebt. Ist einfach schon komplett durchgelaufen, findest dann den... Ich meine, komplett durchgelaufen. Da wird es bestimmt noch einige Spots geben, wo wir jetzt noch nicht waren, aber... Stärkt vorübergehend die Giftresistenz. Eigentlich schade, dass man sich nicht wie in Eldenring zum Beispiel auch selber Sachen herstellen kann. Das fand ich tatsächlich in Eldenring ziemlich cool, dass man sich auch Sachen selber machen konnte. Also wenn man theoretisch so eine Giftbomben oder sowas haben wollen würde,
dass man die dann einfach selber herstellen kann. Das fand ich ziemlich cool damals. Hilft gegen dieses Gift eigentlich irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich da unten hin will. Diese ganzen Items. Ob bitte das hier nichts einbrechen oder so. Praise the Sun! Nein! Praise the Ingfi! Ich habe schon überlegt, ich müsste mal so ein Emote machen mit mir als Figur und dann Praise the Ingfi! Aber wir haben halt keine Emote-Slots mehr zur Verfügung. Darum erstelle ich erstmal keine Emotes mehr. Was ist das einfach für ein Sound? Es sei denn, ihr wollt theoretisch andere Emotes haben. Könnt ihr das natürlich auch gerne immer im Discord nennen. Nicht bei allen Leuten gibt es ja die Streamer-Serie. Ja, das weiß ich. Aber bei manchen, von denen ich weiß, dass es dort eine Streamer-Serie gab, da ist das bei mir tatsächlich abgebrochen. Obwohl ich immer da war. Immer! Ach so, oder kommt hier jetzt Praise the Sun? Habt ihr schon wieder gespoilert? Sonnenlicht-Medaillon. Geste lernen. Gelobt sei die Sonne. Ihr seid aber auch eine Spoilernase. Praise the Sun! Welchen Eid haben wir denn gerade? Ich meine, ich müsste ja theoretisch einfach meinen Charakter. Ah, guck mal, da unten sind dann halt die Füße weg. Praise the Sun. Okay, das könnte man vielleicht wirklich machen und dann einfach meinen Kopf da drauf oder so. 443, das muss ich mir mal aufschreiben. 443. 4 Stunden. 43. Mal gucken, vielleicht können wir da irgendwas anderes austauschen, was nicht so cool ist. Wenn nichts schreibst, dann nur zuguckst, da ist klar, dass die abbricht. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Es wird trotzdem... Also es ist meistens so, wenn du in den Stream reingehst, dann wird angezeigt auch, dass man für eine bestimmte... Also es ist erst so, dass das nach einer bestimmten Zeit funktioniert und du dann das raufgerechnet kriegst. Also es lohnt nicht, in den Stream reinzukommen, 2 Sekunden zu warten, Streamer-Serie abzuholen, du kannst wieder rausgehen, sondern du musst schon eine gewisse Anzahl an Minuten, glaube ich, sogar da sein. So 2-3 Minuten oder so. Und dann rechnet sich die Streamer-Serie rauf. Und das Problem ist, bei manchen Leuten, wenn der Stream abbricht oder die abends nochmal streamen, dann ist meine Streamer-Serie abgebrochen, wo ich sonst immer da war. Immer! Aber zum Beispiel bei Scotty ist sie bei mir abgebrochen, weil wir ihn geradet hatten und dann sein Internet abgestürzt ist und dann unglücklicherweise die Zeit, in der ich halt im Stream war, nicht lang genug gezählt hatte. Und obwohl ich dann danach da war, zählte das einfach nicht. Das zählte als Abbruch. Das war echt ärgerlich. Weil ich hatte bei Scotty auch schon, glaube ich, eine 24, 25er Serie. Das war schon ein bisschen gemein. Nehme ich zu. Aber wie gesagt, das sammelt sich ja auch alles wieder. Also sind ja alles auch nur... Sind ja alles auch nur Sachen, die man sammelt. Ach du Scheiße, da ist schon wieder Boss. Immer Boss. Warum immer Boss? Warum immer Boss? Oder Mini-Boss oder so ein Scheiß. Vielleicht doch kein Boss? Oh, Alter, da oben sitzen ja Leute drin. Wie geil. Aber explodieren die? Hier sind schon wieder, ist schon wieder kein NPC, den ich rufen kann. Wie weit geht denn die Streamer-Serie? Keine Ahnung. Ich glaube, das weiß keiner.
wie lang die Streamer-Serie geht. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier so reingesogen werden von der einen Schlange aus Dark Souls 1, so. Einfach gesnackt. Okay, kann ich da theoretisch rüberspringen? Ey, ich habe so Angst vor dem Springen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Spring nie wieder. Oh mein Gott. Bei einem sah ich zum Beispiel letztens 40. Ja, Gertschi Berli hatte bei uns auch, glaube ich, schon eine 43er Serie oder so. Also Gertschi Berli hat auch schon echt viel gesammelt bei uns. Noch frecher. Wieso kann man die eigentlich nicht immer anvisieren? Achso, die stehen erst auf und werden dann aggro oder was? Die kenne ich aus Dark Souls 3 tatsächlich noch. Die haben, glaube ich, auch immer so ein Gift versprüht oder so, ne? Truhe ist hier. Natürlich eine Gift-Truhe. Du kleine Bitch. Move, Bitch! Get out the way! Ich weiß nicht, soll ich da jetzt reingehen und kämpfen oder nicht? Meint ihr, Leute? Oder soll ich da nochmal rüberspringen? Ich muss hin und her. Ich bin schon rekordverdächtig. Wie hoch ist deine Streamer-Serie, Gertschi Berli? Wie viel hast du mittlerweile? Die Katzen hier schon wieder rumlaufen. Was ist los mit euch? Werdet ihr schon wieder wach oder was? Darauf sprengen, bin ich ehrlich mit euch. Ey, du kannst es mir nicht. Es ist einfach so unfassbar dumm, dieses Spiel. Warum kann man in diesem Spiel unfassbar weit springen? Herrgott nochmal! Das ist doch nicht normal. Warum kann ich sie vor allen Dingen da nicht rufen? Das finde ich auch komisch. Okay, soll ich mal versuchen durchzurennen? Oder meint ihr, die werden mir die rüber einschlagen? Hit the road, then. Don't come back. Also Springen im Spiel ist echt nicht mein Favorit. Keine Ahnung, was ich da jetzt falsch gemacht hatte. Kann er nicht die hier unten mal kaputt machen, bitte? Jetzt muss ich raus und umklettern.
Da hat er mich dreimal getroffen. Kräfte des Lauffrosches? Was? Also man muss da auch irgendwie langkommen, weil schaut mal, anscheinend gibt es da auch irgendwie einen Weg. Aber die Frage ist, wo der hinführt. Ohne Scheiß, der springt in diesem Spiel extremst weit. Keine Ahnung warum. Weil selbst seitlich springen hat er gerade nichts gebracht, weil wir trotzdem zu weit gesprungen sind. Und rollen wird wieder auch nichts bringen. Ich schwöre, ich rutsch da immer an dieser Stelle ab. Kannst du mir doch nicht erzählen, das ist so ein Bullshit. So ein Bullshit. Eins Bullshit, Leute. Das ist so doof. Warum will das Spiel mich denn ärgern? Ich hab doch gar nichts gemacht. Gar kein Gift mitgenommen gehabt, der Typ. Also ich glaube, ganz ehrlich, nochmal springe ich da jetzt nicht runter. Das ist mir dann echt irgendwie zu hoch. Oder was meint ihr? Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da einfacher langküpfen kann? Hallo Schaukli, aka Günnibert. What's poppin? Wie geht's, wie steht's? Und ich habe diesmal extra gedrückt, dass ich leichter. Viel, viel leichter. Oder gibt es da irgendwo einen Weg rein, wo ich eher dann in diesen Raum komme? Weil anscheinend gibt es da ja irgendwie einen Weg. Cool, weil der die Scheiße jetzt aufgemacht hat, krieg ich jetzt die Fresse ab, oder was? Feierabend. Ist ja echt schon weit. Ja, wir könnten theoretisch noch ins DLC gehen, ne? Aber ich habe bisher nur ein DLC gefunden. Aber jetzt geht's weg, okay. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie weit ich bin. Weil, keine Ahnung. Moini, Hallöchen Radler, Andi, guten Morgen. It's the only way. Echt jetzt? Ach, fuck. Ich sollte vielleicht aus dem Inventar... Ja, jetzt bin ich vergiftet. Weil das Problem ist, wenn ich an der Seite hier runterspringe, dann pralle ich da vorne immer ab. Aber kann ich dann theoretisch so springen? Weil das ist doch so schräg. Das schaffe ich doch dann auch nicht, oder? Und hier kommt man nicht irgendwo durch, dass man...
hier das öffnet, weil unten hat man auf jeden Fall eine Tür gesehen. Das auf jeden Fall. Hä, aber was denkst du denn, Schaukler, wie lange ich noch ungefähr spielen werde? Mit Rollen ist das ein schneller Weg. Ja, ich bin schon dreimal gestorben an der Stelle. Mit Rollen ist das ein schneller Weg. Aber Radlan, ich fand es gestern echt cool, dass du den Raketenstart hier angeguckt hast. Ist da alles gut gelaufen bei dem Raketenstart? Ich dachte, dass man hier vielleicht irgendwo dann durchkommt oder so. Wow, ich bin instant vergiftet. Okay, das war's, Leute. Uiuiui, ich bin dumm. Eiuiui. Okay, das. Okay, mehr ist es nicht. Dann steigt das andere zwar noch, aber. Och, wer weiß, was da drin dann auch für ein Boss kommt, wenn du dann überlegst, dass es so ein Ekelpeter ist, vielleicht. Der auch da so viel mit Gift macht, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, guck mal, jetzt bin ich zum Beispiel. Ey. Man darf manchmal keinen Anlauf nehmen, glaube ich. Das? Eine Trap. Ah, guck mal. Geht die auch bei ihm los? Ach so, bei ihm geht die nicht los. Ah, okay. Ja, I know. Boah, das sah enorm geil aus. Ich habe einfach schön eine von der Seite verpasst. Den blöden Pisser. Hast du nichts gegen Gift? Nee, gerade nicht mehr. Ich meine, ich könnte jetzt einmal, ich könnte einmal nochmal zurückgehen zu diesem Schluckebär und könnte mir da jetzt nochmal 10 so eine Dinger kaufen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich noch machen. Aber erst gucke ich, was hier drin ist. Der kopflose Nick. Er ist hier drin, er lauert auf uns. Wollen wir uns das mal angucken? Aha. Obwohl er nicht wusste, dass ich kam, habe ich trotzdem getroffen. Schwein. Eine schwere Armbrust. Eine leichte Armbrust. Die ist ein Kilo schwerer. Aber die macht auch 63 mehr Damage. Aber ich bin immer noch relativ leicht. Aber ein bisschen was hast du noch vor dir. Aber ich bin ehrlich beeindruckt, wie gut du auch durchkommst. Naja, nee, ich habe schon auch meine Fails gehabt. Aber ich habe jetzt die meisten Bosse tatsächlich entweder First Try. Ich glaube tatsächlich bei dem Verfolger, der Boss, der hat mich, glaube ich, am meisten gemacht. Die anderen habe ich relativ gut eigentlich bekommen. Immer so erster oder zweiten Versuch. Ja, und auch so das Level-Design finde ich jetzt nicht schlecht. Aber. Oh, jetzt wäre ich fast drüber gelaufen. Da muss ich jetzt rüberspringen, oder? So. Also,
Soll ich für den Boss... Wäre es da gut, wenn ich mir so ein bisschen Zeugs kaufe, ein bisschen Gift-Zeugs hole? Ja, ne? Vielleicht. Oh, hier ist eine Leiter. Lol, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Uiuiui, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Der steht hier auch noch und ich kann mir hier auch was kaufen bei dem. Oh fuck, an die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Yo, das hat mich halt übelst erwischt. Ja, cool, der ist nicht mehr da. Geilo! Wieso ist der nicht mehr da? Okay, das ist scheiße. Weil da kann ich mir nichts holen. Weil ich glaube, der ist der Einzige, wo ich mir das holen kann, oder? Von Zeugs. Oder hat die Oma noch sowas? Die Katze hat das, glaube ich, nicht. Die Rüstungsfrau hat das, glaube ich, auch nicht, oder? Ja, dann werde ich ja schon verlieren. Wenn ich jetzt theoretisch nichts mehr habe gegen Gift, dann wird das ja übelst schwer werden. Aber es ist auch komisch, dass der Typ jetzt weggegangen ist, oder? Ich meine, ich bin doch noch gar nicht fertig mit dem Gebiet. Wieso kann er denn einfach abhauen? Oh. Okay, Heimatknochen kriege ich von der halt. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall. Ach, die erzählt mir dann wahrscheinlich, dass das schwer dann ist, wenn ich da den Eid benutze, ne? Mm. Oh, hello again. Bei dem habe ich irgendwie gar nichts gekauft. Den finde ich tatsächlich sehr useless hier drinne. Well, I do hope I see you again. Weil ich weiß auch gar nicht, ob man das aufleveln kann von dem. Oder meint ihr, dass der Typ vielleicht doch noch mal beim Schiff dann ist? Nee, aber das wird wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein. Bearer, see, less. Wir hätten jetzt auch in Resistenz gehen können wahrscheinlich, ne? Was ist denn hier überhaupt Resistenz? Verteidigung? Sowas dann wahrscheinlich, ne? Oder? Egal, wir leveln das auf. Egal! Nicht mehr, weil mir fehlen noch Titanbrocken. Meine Rüstung kann ich... Oh, die habe ich sogar doppelt bekommen. Lol. Kann ich auch nicht mehr aufleveln. Könnte meine Handschuhe noch verstärken. Oder mein Helm. Brauche ich halt dieses glitzernde Titanit. Dafür brauche ich eigentlich die Echsen. I'll be around, um Platz zu machen. Back. Aber ich glaube tatsächlich, der dürfte jetzt eigentlich unten bei den Zwergen sein, wenn ich nicht komplett falsch liege.
Meinst du, ich bin theoretisch falsch gelaufen? Nein. Bei den Zwergen? Lively times. Das war dann... Es war auf jeden Fall nach irgendeinem Bosskampf. War das nicht hier nach der... Nach dem Skorpion? Oder bin ich da jetzt falsch? Aber wo soll denn der da gewesen sein? Oder war das hier? Hier sind wir auch noch nicht fertig, Leute. Aber wir haben auch schon wieder keinen zweiten Schritt, ne? Ich glaube, wir haben auch schon wieder keine Zweige bekommen. Doch einen haben wir. Wer ist das denn? Wait, ist das der von der Düb? Kommt der immer wieder? Nach dem Skorpion die Treppe hoch. Naja, das habe ich nämlich auch gedacht. Von da hinten dann nach oben laufen. Das hatte ich mir tatsächlich auch gedacht. Also entweder gucken wir, was hier in der Truhe drin ist. Oder hatten wir jetzt noch irgendwo was, wo auch noch jemand versteinert war. Überleg grad halt. Geschichtlich, ob irgendwo jemand versteinert war, wo wir nicht durchkamen. Oder ob ich jetzt gierig bin und hier eher rangehe. Weil da hinten gibt es auch noch einen Spot, wo ich nicht weiterkam, weil ich das nicht weggemacht habe. Dann würden wir vielleicht auch endlich hier unten durchkommen. Wollen wir das vielleicht eher machen? Anstatt die Truhe. Ich meine, was sind da für Sachen drin? Ich muss mal rumlachen und rumgackern. Den Spaß ihres Lebens, ey. Hä, warum bin ich jetzt verflucht? Oh, sterbe ich jetzt? Okay, kann ich irgendwas machen, dass ich nicht die ganze Zeit verflucht werde? So, ich muss mich hier hinstellen, in die Ecke. Ich dachte, das wäre schon da, der Bereich. Jesus. Also heute habe ich ein bisschen Pech tatsächlich. Was so mein Spielen angeht. Manchmal hat man ja so Tage, da kommt man richtig gut durch. Darum, das ist halt auch so eine Sache, warum ich zum Beispiel nicht so ein No-Death-Run oder sowas machen würde. Weil ich da viel zu viel Schiss hätte, dass ich irgendwann an die Situation komme, die mich dann an den Punkt bringt, wo ich halt einfach einen schlechten Tag habe und da übelst verkacke. Ob es ja nicht bei den Vasen steht. Ja, ich dachte eigentlich nicht, dass da noch was wäre. Und Lemur Akrobat, dankeschön für die Punkte. Sag mal, wie war es letztens eigentlich beim Zahnarzt? Kam da noch irgendwas raus? Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Vor allen Dingen, dass sie einfach verschwindet, obwohl man sie trifft. Das ist so doof. Ja, das haben sie bei Elden Ring echt ein bisschen besser gemacht. Dass wenn du da so eine Events hast, wo so Items sind... Dass du da, glaube ich, nicht so die Schwierigkeiten mit hast.
der hat nichts gedroppt. Ist theoretisch jetzt der eine hier auch wieder da? Nee, ne? Das war so ein Mini-Boss, oder? Nee, der ist weg, okay. Das ist nichts. Aber hier zum Beispiel. Das versperrt uns hier noch den Weg. Das würde ich, glaube ich, benutzen. Guck mal, jetzt kann ich schon wieder nicht rennen. Hä? Obwohl ich eigentlich voll war mit der Stamina, konnte ich da nicht rennen. Schon manchmal ein bisschen komisches Spiel. Genau, hier sind wir runtergesprungen. Da war ja dann dieser Kopf, mit dem wir gesprochen haben. Aber hier waren wir noch nie. Das ist anscheinend irgendein Ritter oder sowas. Uiuiui. Okay, aber schon wieder nur für eine Tour. Ich dachte, das würde echt noch ein bisschen weitergehen. Vor allem, die wollen halt auch einfach gefühlt nicht kämpfen, ne? Dämmerungskraut. Weil sie nix können. Edler Knochenstaub. Was ist Knochenstaub? Was ist edler Knochenstaub? Hier, hier ist übrigens die Hexerurne. Edler Knochenstaub. Wo soll das sein? Was ist das, was ich gekriegt habe? Hallöchen Monsterzüchter, hallo! Der ist links neben den Asketenfeuer bei dir. Dankeschön. Ja, okay, das war aber dann wenigstens ein gutes Item. Das können wir sogar zweimal noch benutzen. Dadurch können wir... Das Leuchtfeuer stärkt dann die Östnus-Flakons. Warte, ist das genau sowas wie auch bei den anderen Souls-Teilen, dass wenn ich mich da ransetze... Bade. Dass wenn ich mich da ransetze, dass das dann irgendwie stärker oder so ist. Und wenn ich mich sonst an ein Feuer setze, dass ich dann... Nee, ist das so, dass ich dann weniger Flakons habe? Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Aber das erklärt noch nicht, wieso da immer noch ein Bereich ist, wo die so gelacht haben über mir. Hier muss irgendwo noch eine geheime Wand sein. Oder
bin ich doof. Die heilen dann nur mehr HP, achso. Achso. Okay, aber trotzdem, wie gesagt, gibt's hier unten. Hallo, wer pupst denn hier rum? Entschuldigen Sie mal bitte. Haben Sie etwa Diarrhoe? Irgendwo gibt's doch hier jetzt noch eine Area, hört mal. Oder habe ich das jetzt schon kaputt gemacht? Wenn ich hier oben stehe, hier kriege ich noch Damage. Aber ich weiß nicht von was. Crazy. Okay, will ich jetzt das ganze Gebiet noch zu den Zwergen durchlaufen? Ich könnte ja sagen, ich muss mehr pupsen, weil Laktoseintoleranz und Falsches gegessen. Das würde sogar auch noch stimmen. Oh no. Das ist ja nicht so toll. Ich glaube, da ist oben noch etwas, oder? Ja, ich scheiße jetzt, glaube ich, drauf. Bin jetzt schon so oft an dem Gebiet langgelaufen. Ich finde es einfach nicht. Das wird nichts, Leute. Das finde ich auch schade, dass ich da an das Item nicht rankomme. Nur weil der Boss mir das nicht kaputt gemacht hat. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich meine, dafür sind die nächsten Tries da, ne? Falls wir früher oder später nochmal spielen sollten, dann wissen wir, dass wir da auf jeden Fall mal hingehen. Oder wir machen das halt, dass wir diese Flakons benutzen und dann in dem Gebiet das sozusagen alles resetten, um nochmal dort reinzugehen. Gerade auch in dem Blick so auf NPC und so. Würde sich das ja hier auch sehr gut anbieten eigentlich. Und hier bei dem Zwergen meinst du jetzt, oder? Guck mal, da unten bin ich, glaube ich, auch nicht reingegangen. Aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwo sterbe, weil ich wieder ersaufe. Oh, ein Helm. Weil ich glaube, da unten bin ich nicht reingegangen, oder? Ich habe nur das Item geholt und bin dann oben bei der lang. Oder kommt man da gar nicht lang? Ups. Links die Treppe hoch, da sollte er dann sein. Sag mal, ich treffe. Das treffe ich. Also nicht unten reingehen. Das war so komisch, dass die Geräusche machen, ey. Die Geräusche. Aber eigentlich müssten wir schon danach gucken. Jetzt die Treppe hoch. Ja, vielleicht ist er auch nicht hier, weil ich schon... Weil ich hier schon lang gegangen bin. Solltest du auch noch heilen. Ja, ich werde da unten, glaube ich, noch mal reingehen. Oder war das Gesäßhusten mit Verdacht auf Auswurf? Ihhh! Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Gesäßhusten. Lol, hier ist einfach ein Leuchtfeuer. Scheiß doch die Wand an, ey. Ist das so ein plötzlicher Bosskampf? Thank you.